Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Elektronik-Adventskalender für Kinder und da machen wir heute das vierte Türchen auf. Vierte Türchen. Und da ist drin eine LED. Wieder eine weiße LED. Hinter dem vierten Türchen kommt eine weitere weiße LED zum Vorschein. Baue sie mit in deine Lampe ein. Sie wird damit noch etwas heller. Die Helligkeit reicht schon aus, um damit in der Nacht ein Buch zu lesen. Dann geht es hier um die Reihenschaltung. Das bauen wir jetzt mal. Und dann, so viel kann ich schon verraten, da in der Anleitung steht wieder ein bisschen was drin fürs Messgerät. Wie soll das Ganze jetzt aussehen? Die beiden Widerstände bleiben, wo sie sind. So, der kommt raus. Der soll da rein. Dieser soll da rein. So, und dann geht das hier wieder los. Ja, Schalter 1, Schalter 2. So, das ist jetzt 2. Das waren also die 4,7 Kilo-Ohm. Und das ist jetzt 1 mit dem 470 Ohm. Und das sind jetzt beide aufaddiert. Den stöpseln wir auf Volt erstmal. Für euch, wer das nachmacht, man lernt ja in der Schule immer bei diesen Multimetern, dass man immer mit der höchsten Stufe anfängt. 3 Volt sollen über die LED abfallen. 2,86, okay, tut's. Und hier sollen nochmal 3 Volt abfallen. Wer misst, misst, misst. Wer viel misst, misst, viel misst. Ja, tun's auch. So, und an den Widerständen fallen ebenfalls 2,7 Volt ab. Ja, so, und hier oben an der Batterie sollten wir jetzt aber auch 9 Volt haben, 8,6. Ja, das ist jetzt die Parallelschaltung, dass hier also die Batterie liefert 9 Volt, hier fallen 3 Volt ab und da waren 3 Volt und da waren 3 Volt und aufeinander addiert muss das dann wieder 9 Volt ergeben, weil ja, irgendwo muss die Spannung, der Stromdruck ja hin und welcher Strom dann fließt, Moment, 0,06 5 Ampere. Ich gehe aber mal davon aus, dass die uns das mit dem Strom und Spannung auch noch mal erklären. Als nächstes Türchen mit 5 weiter parallel geschaltet. In diesem Sinne, tschüss.